Sobald du nichts Gescheites hast. Dieses Sigil haben wir bereits. Hier ist nur Schrott. Ja, weil dieser seltene Gegenstand, den wir für die andere Artefaktwaffe brauchen, den sehe ich leider nicht. So. Was sagt eigentlich unser Forschungsturm? Der ist fertig. Also sollten wir da vielleicht mal vorher vorbeigucken, bevor wir ins nächste Gebiet gehen und die nächste Forschung anschmeißen. Right. Wie sehen wir jetzt eigentlich aus? Eigentlich gar nicht mal so schlecht mit der Rüstung. Ja, die wird auf jeden Fall dann im Schmiedeturm noch verbessert, wenn wir da das nächste Mal hingehen. Und ich wollte eigentlich im anderen Turm rasten, was ich wieder nicht gemacht habe. Ja, gut. Right. So. Hallo, Ash. Ich habe erfreuliche Kunde aus Lithians Kreuzung vernommen. Unter gewöhnlichen Umständen hätte ich die Siedlung vielleicht bis zum Ende dieses Konflikts ignoriert. Doch wir können das Zentrum der Eisenproduktion nicht unseren Feinden überlassen. Es heißt, der Turm des Sonnenuntergangs sei in deine Hände gefallen. Welcher Instinkt auch immer dich dazu verleitet hat, diese Türme für dich zu beanspruchen, ich hoffe, es dient dem Interesse des Krieges. Manchmal habe ich meine Zweifel. Vergib mir, du bist nicht nach Ehrenreise zurückgekehrt, um meine Nerven zu beruhigen. Wenn du bereit bist, höre ich mir deinen Bericht über die Geschehnisse in der Siedlung gerne an. Was sorgt euch in Bezug auf die Türme, Archont? Die Antwort sollte offensichtlich sein. Wir wissen nicht genug über sie. Offensichtlich verleihen sie einen Vorteil, außer Reichweite von Feinden zu stehen, ist schon bedeutend genug. Und ich vermute, dass sie noch der geringste der vielen Vorzüge eines Turms ist. Solltest du jemals mehr über die wahre Macht dieses Turms erfahren, bist du hoffentlich bereit, dieses Wissen verantwortungsbewusst einzusetzen. Klar, ich habe zunächst einige Fragen. Ich bin von Lithians Kreuzung zurückgekehrt. Die Region Lithians Kreuzung wird jetzt von Geschmähte kontrolliert. Hervorragend. Ich erwarte einen vollständigen Bericht über deinen Status und deine Errungenschaft in der Region. Ich habe gegen den Erstbruder gekämpft, um den Geisterbahnhelm zurückzubringen. Dieser dreckige Rettermann ist tot. Gut, die bronzene Bruderschaft war für meine Truppen während der Eroberung nur von geringem Wert. Hoffentlich wird ihnen diese Lektion vom Wert echter Führung vermitteln. Ich weiß, dass das Zurückbringen des Helms nach Lithians Kreuzung dafür sorgen wird, dass sich die Eisengeborenen weniger von äußeren Bedrohungen ablenken lassen. Dass sie mit ihrem Handwerk fortfahren, ist das einzig Wichtige und ich danke dir dafür. Alle Geister in der Gegend sind getötet worden. Wahrscheinlich können wir Terratus nie ganz von den Geisterbedrohungen säubern, aber für mich ist alles, was in diese Richtung unternommen wird, ein ehrenwertes Streben. Gut gemacht. Zelena ist befreit worden. Ja, und da die eisengebundene Meisterin nun bei uns sicher ist, kann sie endlich ungestört arbeiten. Sie ist eine talentierte Künstlerin mit störrischem Arbeitsmaterial. Fürs Erste aber muss sie dafür sorgen, dass unsere Truppen nicht an verlässlichen Eisenwaffen mangelt, dass es unseren Truppen nicht mangelt. Wie lauten die nächsten Schritte? Da wir nun zwei Regionen unter unserer Kontrolle haben, macht sich die Gegenwart der Geschmähten in fast allen Stufen bemerkbar. Stärker als jetzt sind wir noch nie gewesen. Ash nickt dir entschlossen zu, doch in seiner Miene liegt auch etwas, das dich überrascht. Dann bemerkst du, dass er blass geworden ist und ins Leere blickt. Eigentlich haben wir ja drei Regionen, wir haben ja auch noch das Vendrientale unter Kontrolle. Der Archon schüttelt den Kopf und sammelt sich. Als er seine Aufmerksamkeit auf dich richtet, siehst du in seinem Blick eine kurzzeitige Verwirrung. Als wüsste er nicht, was in den letzten paar Sekunden geschehen ist. Ich habe diesen Blick unzählige Male auf dem Hof unserer Familie gesehen. Er ist niemals ein gutes Zeichen. Es wird Zeit für jemanden, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Eisenhaut Ältester riecht wie Schmerz. Eisenhaut Ältester, tolle Bezeichnung.
Riecht wie Schmerz, wie krank. Die Tierfrau legt ihren Kopf auf eine Seite und nimmt die Witterung auf, indem sie die Luft tief einzieht. Dann grinst sie höhnisch, wobei ihre grobe lilafarbene Zunge über die Zähne gleitet. Kann Archont in Zeiten von Schwäche jagen? Nein, aus. General, wir erhalten euren Befehl. Beric neigt seinen Kopf besorgt in Richtung des Archonten. Jetzt ist die Zeit gekommen, um uns zu sammeln und über das Steinmeer hereinzubrechen, wo sich Nerads Stimme und seine Banden ihr elendes Labyrinth gegraben haben. Nachdem wir den Archonten erledigt haben, will ich seinen verbogenen Helm einschmelzen und ihn im tiefsten aller Meere versenken. Zuerst müssen wir uns eine Basis in der Region sichern. Dies wird uns eine starke Position bringen, um unsere Kämpfer zu versammeln und den Kriegern die Türschwelle des Archonten zu bringen. Bist du bereit? Ich bin bereit, wo soll ich anfangen? Ich habe eine Voraus-Einheit Geschmähter in das Steinmeer geschickt, aber durch die Gegenwart des Schadderroten Chors in der Region sind sie an einem Ort namens Heulfelsen in Bedrängnis geraten. Ich habe ihnen eine Einheit zur Unterstützung geschickt, die du beim Zackenmausschrein finden kannst. Sie werden deine Hilfe benötigen, um einen Weg nach Heulfelsen freizumachen. Was werde ich dort vorfinden? Seit die Region Azur verwüstet wurde, ist die Tiermenschenbevölkerung sprunghaft angestiegen. Der Scharlachrote Chor hat das zweifelsohne zu seinem Vorteil ausgenutzt und versucht, so viele dieser Rohlinge wie möglich in den eigenen Mob zu rekrutieren. Die Stadt Halbtor ist ihre letzte Bastion der Stabilität, obwohl diese nun natürlich vom Scharlachroten Chor besetzt ist. Warum braucht die Unterstützungseinheit meine Hilfe? Ein Stamm Tiermenschen hält die Region besetzt, die sie für ihr Territorium halten. Und so schnell werden sie dort keine Menschen akzeptieren. Für mich spielen sie keine Rolle, deshalb kannst du so viele von ihnen töten, wie du es zur Erfüllung des Auftrags für notwendig erachtest. Von mir aus kannst du dich auch in ihre Häute kleiden, solange du meine Soldaten durchbringst. Tiermenschen sind fähige Kämpfer, sie haben während der Eroberung mehr als nur einen unserer Landsleute in Stücke gerissen. Ash hat wenig für sie übrig. Hören Ohren von Tierfrau jetzt schlechter? Oder hört Tierfrau von Eisenhaut-Rudelsmitglied Geräusche von Lob? Sie legt ihren Kopf auf eine Seite und betrachtet ihn wie ein gefährlicher Wolf, der seine Beute studiert. Kann aber offensichtlich ihr Maul zu einem satten Grinsen. Dann aber öffnet sie ihr Maul zu einem satten Grinsen. Lehnt sich zurück und kratzt sich faul an ihrem straffen Bauch. Tierfrau versteht, Rudelmitglied kann nicht anders, als für Töte im Schatten zu schmachten. Meine Erdhexen haben einen Plan, wie sie das Land verfluchen und den Scharlachroten Chor in seinem Kerngebiet aushungern können. Biete ihnen jede Hilfe an, die du ihnen geben kannst. Sieh zu, dass mein Wille gegen Nerads Stimmen vollstreckt wird. Wir stehen kurz vor dem Ende. Ich kann das Verderben des Archonten vor uns sehen, wie den Frieden am Ende des Gemetzels. Na gut. Wir haben einen Statusbericht. Schicksalsbinder, finde ich dich baldmöglichst in der Bastardstadt ein. Verspäte dich nicht, ich könnte deine Säumigkeit mit Widerwillen verwechseln. Tonon der Richter, Archont der Gerechtigkeit. Nach weiteren Informationen fragen. Archont tun und darf ich fragen, worum es sich handelt? Bedarf die Lösung des Problems meiner persönlichen Anwesenheit? Schicksalsbinder, Bueno, ihr? Nein. Bestätigung. Wie erwünscht, ich werde Bezeinem im Gericht erscheinen. Gut. Reise zum Zackenmausschrein und triff dich mit den Geschmädentruppen, die dort stationiert sind. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Turnon. Im Steinmeer befindet sich am Grund. Aufgrund des Dichts des Steins könnte es die Schluchten der Region schwierig machen, den genauen Ort festzustellen. Einer der Türme, der sich im Steinmeer befindet, ist als Turm der Aurora bekannt. Die Region wimmelt aber nur so vor Tiermenschen und das Edikt des Steins hat alle bekannten Wege dorthin verschüttet. Du musst eine andere Route finden.
Ja, ich würde eigentlich gerne mal wissen, ob wir jetzt langsam mal. Wir können nicht ins umkämpfte Land reisen. Wir können zum Halbtor und zum Zackenmausschrein, hier im Steinmeer. Dort sind nämlich zwei der Türme. Aber ich kann die brennende Bibliothek nicht mehr erreichen. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, ich gehe nach Lithians Kreuzung. Naja, gut. Da hätte ich wahrscheinlich auch so hingekonnt. Ja, ich werde das Spiel wahrscheinlich ein- oder zweimal noch offscreen selber spielen. Schade, dass ich die brennende Bibliothek, also das umkämpfte Land, nicht mehr freischalten konnte. Ja, und das ist die Kakophonie, da ist Nevads Operationsbasis. Gut. Das heißt, ich muss jetzt zum Gericht. Wenn Tunon nach mir schickt, dann folge ich einfach mal. Das heißt, erstmal wieder zu meinem Turm des Ozeans. Das dauert schon einen Tag. Wahrscheinlich möchte Tunon wissen, was wir über. Nevads Stimme über die Archonten herausgefunden haben. Ausgezeichnet, wir erwarten deine Rückkehr. Okay. So, das kostet zwei Leder, einen Bronzebarren. Jetzt ist sie blau. Werde ich sie gleich lila machen noch? Würde eine Rüstung mehr bringen. Und würde die Erholung drastisch senken. Ja, das ist jetzt eine gute Rüstung. Wir könnten sie noch mal upgraden, dafür fehlt uns aber das Leder. Dann wollen wir jetzt zum Turm des Sonnenuntergangs. Noch eine neue Forschung in Auftrag geben. Im Turm des Berges dann kurz schlafen. Und von da aus dann zur Bastardstadt reisen. Ich möchte sehen, was du erforscht hast. Erforsche Rezepte für neue Gegenstände. Wie steht es um deine Forschung? Es freut mich zu sagen, dass ich große Fortschritte gemacht habe. Er strahlte dich an und atmet erleichtert. Erlaube mir dir zu zeigen, was ich herausgefunden habe. Rezept Azurglocke. Ja, und zwei Schriftrollen. Erforscht. Artefakte erforscht. Sigillschriftrolle. Dolchpläne. Nehmen wir mal die Dolchpläne. Weil damit erforsche ich wahrscheinlich ein beliebiges Artefakt, weil das einfach nur Schriftrollen braucht. Also Dolchpläne. Dann wird mir bald wieder Geld abgezogen.
Right. So. Einmal kurz rasten. Das gibt mir nämlich auch alle Boni hier. Plus 1 Rüstung, alle magische Skills, Wissen, alle Fähigkeiten, Ausweichen, Parieren. Das sind ziemlich viel Boni. Und hier ist auch ziemlich viel auf mich gewirkt, auf sie jetzt nicht mehr. Weil eben ihre Wunde weg ist.